Unser Thema heute Abend heißt, ich kann auch anders. Meine Gäste sind der Technostar Sven Väth. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. 33 Jahre? Ja. Früher waren Sie Disc-Jockey und jetzt sind Sie DJ. Richtig. Was ist der Unterschied? Also früher war der Disc-Jockey im klassischen Sinne noch der das auch die Runden anmoderiert hat. Sprich, da gab es noch den Foxtrot, den Blues, die Twist-Runde, die Disco-Runde. Die Wünsche von einzelnen Tänzern. Richtig, die man dann auch am Abend vielleicht fünfmal gehört hat und auch fünfmal hintereinander spielen musste, weil es dann der Chef so wollte. Der Disc-Jockey heute spielt eigentlich ohne Pause durch. Der baut eigentlich mit seinen Platten, die er ineinander mixt, einen Spannungsbogen auf und kreiert quasi eine Platte den ganzen Abend. Aus vielen aus Songs? Aus vielen Songs. Ich spiele abends mit etwa 150 Platten, die ich ineinander mixe und probiere da einen nahtlosen Übergang immer zu machen, sodass die Leute das gar nicht richtig mitbekommen, wenn jetzt schon wieder die neue Platte drin ist. Und was ist die besondere Kunst denn? Also erstmal, wie viele Stunden, über wie viele Stunden erstreckt sich sowas? Es sind ja lange Abende. Je nachdem, Nächte. Also ich bin noch aus der alten Schule, also ich kann schon einen Abend allein bestreiten, sprich also eröffnen und auch bis zum Schluss spielen. Das sind dann 8 Stunden am Stück. Ich habe aber auch sehr viel Spaß daran, dass ich auch mal 15 Stunden mache manchmal. 15 Stunden. Ich habe auch schon mal 30 Stunden gespielt. Und das ist immer noch der große Bogen? Ja, wenn man halt die B-Seiten gespielt und alles, was drauf ist. Ja. Ich habe mal ein Foto gesehen von Ihnen mit einer Maske, mit einer Sauerstoffmaske. Mit einer Sauerstoffmaske, ja. Ist das dann bei solchen Abenden? Naja, dazu muss ich sagen, das war im Omen-Club. Und im Omen gibt es keine Klimaanlage. Und im Sommer sind da schon heftigste Temperaturen. Und wenn man da 8 Stunden neben der Anlage steht, die ja auch gut aufwärmt, da brauchen wir schon mal ein bisschen Sauerstoff. Warum ist so ein DJ, ein Techno-DJ, ein Star? Ich meine, Platten auflegen, also erstmal das, ne, ja, man legt die auf, man tut das drauf, man drückt auf den Knopf. Also, also es muss ja etwas sein, ich ahne es ja schon so ein bisschen, aber ich möchte es von Ihnen gerne nochmal hören. Denn das sind ja Stars, Sie sind ja, das gibt ja einen Kult, das ist ja Culture, der DJ-Culture, gibt es ein Buch darüber. So. Was ist das Besondere? Das war ich Anfang 80er Jahre, wo die ersten Disc-Jockeys angefangen haben, selbst ihre Musik zu produzieren. Und das nannte man dann damals in den Anfängen House-Musik aus Chicago und Techno-Musik aus Europa, wo Disc-Jockeys sich zu Hause in ihren Home-Recording-Studios Sachen zusammengeschnipselt haben oder mit Drummaschinen gearbeitet haben und ihre eigenen Tracks, sagt man, produziert haben. Musik für die Clubs, für die DJs dann eingesetzt haben. Und das war keine Musik, die wurde nicht im Radio gespielt, auch schon lange nicht im Fernsehen irgendwie promotet oder supported. Und also wirklich für die Tanzfläche produziert, für den DJ. Und das hat irgendwie seine Welle. Die Welle ist irgendwie dann ausgebrochen in Amerika, England, Deutschland, sodass immer mehr Disc-Jockeys angefangen haben, ihre eigenen Platten zu produzieren. Und man konnte dann auch diese Musik nur in den Clubs hören. Und nur von diesen DJs. Nur von diesen DJs. Sie haben ja jetzt gerade auch eine gemacht, es waren ja überall große Plakate. Fusion, ja, mein neues Album. Das neue Album. Ja. Sie können Sie Noten lesen? Nein. Also das wird ganz einfach. Sie sind kein Komponist. Nein. Sondern Sie stellen das, Sie haben ein gutes Gehör für Rhythmus, für Sound und stellen das am Computer zusammen. Ja, nicht ganz so. Ich habe 1989 meinen jetzigen Musiker kennengelernt, den Ralf Hildenbeutel, mit dem ich zusammenarbeite. Er ist studierter Musiker. Ich habe so quasi die Musik, die musikalische Vision im Kopf und drille es Ihnen dann vor. Und er setzt das dann um. Und wir haben so unsere Sprache gefunden, wie wir kommunizieren im Studio. Wir haben Synthesizer und Drumcomputer und er setzt es dann quasi um und ich sage dann Stopp. Also was wir so wissen, wir, die wir nicht mehr so oft in die Techno-Läden gehen, wir wissen natürlich, wir sehen natürlich die Love Parade im Fernsehen. Waren Sie da von Anfang an dabei?
Also 89 war ich selbst nicht dabei, ab 90 war ich dabei, ja. Das war noch klein damals, oder? Damals waren es noch 150 Leute, die hinter dem VW-Bus hergerannt sind. Ja, jetzt ist es ein bisschen größer. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, wie Sven Veit thront über den Raven, sagt man, nicht? Und in Berlin und so ein bisschen seine Musik da und auflegt, ne? Er legt auf. Er legt auf. Also leg mal auf hier in der Regie. Leg mal das Band auf. Da. Da, mit der berühmten Brille. Ich habe da einen Equalizer, an dem spiele ich rum, der mit die Bässe raus, die Mitten raus, die Höhen. Der wird wieso Equalizer ist. Ja. Das wird ja doch ein bisschen komponiert dabei. Aha. Also während aufgeregt wird und die Musik läuft, verändern Sie die nochmal. Ja. Das ist das Musikmachen. Und das spiele ich am Equalizer, da nehme ich mal die Bässe weg oder die Höhen nehme ich weg, drehe die Mitten mehr rein. Das ist im Auto bei mir auch immer. Ja? Und je besser man das kann, desto berühmter wird man. Ja, es kommt dann auch schon auf den Mix drauf an, und was man auch selbst produziert. Und es liegt jetzt nicht nur an Knöpfchen drehen. Wenn man das sieht, das ist mehr als Musik, Techno. Das ist ein Lebensgefühl. Sagen? Ja, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt bei der Love Parade, da habe ich vor etwa 700.000 Leuten gespielt. Die kamen da zusammen. Das waren insgesamt, glaube ich, über 1 Million letztes Jahr. Leute, die aus Neuseeland, Japan, von der ganzen Welt kommen sie jährlich eingeflogen nach Berlin. Und also wenn es da eine Headline gibt, dann würde ich sagen, heißt es Toleranz. Ja? Zusammenkommen. Ja? Zusammenkommen. Aber in friedlicher Absicht, wo kann man schon 1 Million Menschen sehen, wo nichts, gar nichts passiert? Also das ist sozusagen die Ideologie. Was mir natürlich auch auffällt, wenn ich das sehe, es ist auch manchmal so eine Art von Trance. Es erinnert mich an Urvölker, wo getanzt wird, zu Trommeln und so. Ja, ja. Na ja, oder? Huga Haga, ne? Was? Also man bewegt sich schon richtig, man bewegt sich schon zu Rhythmus. Und ich meine, man kann das schon sehr weit zurückverfolgen, wie lange sich Leute schon auf Rhythmus bewegen und wie Leute auch dazu ihre Rituale abhalten. Und man kann es auch, ein Techno-Festival oder ein Techno-Abend kann auch ein Ritual sein. Es kann auch ein sehr spirituelles Erlebnis sein. Die sind auch manchmal wie weggetreten. Ja, wenn man sich in Monotonie fallen lässt, ja. Also in Rhythmus, und man kann es, man kann abschalten. Dann ja, aber das sage ich jetzt nicht irgendwie negativ, ja, sondern ich habe das nur, Gefühl... Ich warte nur, wenn sie endlich zu den Drogen kommen. Jetzt. Jetzt. Ja, Mann, weit ausgeholt. Ja. Aber die Drogen gibt es auch. Die Drogen gibt es auch bei Urvölkern. Der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Die haben keine Pille reingeschmissen. Die haben irgendwelche Kräuter gekaut und dann sind die auch in Trance verfallen. Ja, natürlich. Also ich will damit nur sagen: So neu ist das auch nicht. Wie ja, der neu. Ist das schon immer gut nicht gesagt. Miteinander funktioniert. Okay. Aber es wird natürlich jetzt insofern sehr kritisch gesehen, weil das natürlich auch ein Geschäft ist, nicht? Also das wird einfach wie alles ausgenutzt, und es gibt genügend Leute, die dort vor allem den sehr jungen Besuchern eben Ecstasy und solche Dinge andrehen. Das ist richtig, ja. Also es ist ein richtiger Markt geworden. Die ganzen Designerdrogen sind so Anfang der 80er wurde der Markt immer größer. Die Pillen wurden immer bunter. Und da ist natürlich auch viel, sag ich mal, Dreck reingemixt. Und es ist natürlich heute, sag ich mal, nach so vielen Jahren, bei dem Angebot, was es jetzt schon gibt auf dem Markt an Drogen und Pillen, ist es natürlich schon ziemlich gefährlich, auf was man sich da einlässt. Haben Sie sich darauf eingelassen? Ich habe mich darauf eingelassen. Ich war kein Kostverächter und hatte auch meinen Spaß dabei. Aber so. Warum? Einfach weil es dazugehört hat? Es hat einfach Spaß gemacht. Wie war die Wirkung? Also erstmal, was haben Sie gemacht? Ecstasy? Also ich war früher, möchte mal ein bisschen ausholen, früher war ich mal kokainabhängig gewesen und habe aufgehört 1989 mit Kokain. Damals wurde meine Tochter geboren und das war für mich dann auch der Anlass aufzuhören. Ich war im Krankenhaus gewesen und habe die Geburt mitbekommen.
dann so einen roten Knäuel irgendwie in die Hand gelegt bekommen. Und das war für mich dann irgendwie so das Schlüsselerlebnis, das so mit Reinheit konfrontiert. Da wurde mir dann auf einmal so einiges klar. Und danach hatte ich zwar eine sehr harte Zeit, so diese Entzug. Ja. Ich bin aber nicht in Therapie, ich habe mich selbst therapiert. Da muss man aber schon sehr stark sein. Da muss man sehr stark sein, ja. Und dann, ja, dann habe ich gerne mal einen getrunken und habe mal gerne mal ein paar Pillen geschmissen. Und das habe ich dann auch vor 3 Jahren aufgehört, weil ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Und haben Sie eine Verantwortung, spüren Sie eine Verantwortung als DJ, als Leitfigur? Ja, vor allem gute Musik zu spielen. Aber ich meine den Punkt. Geht das denn? Also wenn jetzt zum Thema, ich kann auch anders. Ja. Ist das genauso gut, mit dem die Musik zu machen, ohne Drogen? Also ich muss dazu sagen, ich komme von der Tanzfläche, als Tänzer bin ich zur Musik gekommen. Und damals ging das auch. Und ich bin heute eigentlich genau wieder an dem Punkt, wo ich damals angefangen habe. Mhm. Dass es eigentlich die Musik ist, die es wert ist, dafür zu gehen und die mich irgendwie aufpowert, die genug, sage ich mal, Adrenalin in mir freisetzt. Und es muss nicht immer höher, weiter, schneller, breiter sein. Und die Fans haben auch nicht das Gefühl, dass wenn Fett nicht mehr so gut auflegt? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich habe momentan einen sehr guten Drive, muss ich sagen. Ich lege vielleicht nicht mehr die ultralangen Sets auf, wie früher. Ich teile meine Energie jetzt ein bisschen ein. Ich bin natürlich jetzt auch noch viel mehr am Reisen. Und wenn ich in der Woche 3 Gigs habe, Donnerstag, Freitag, Samstag und jeweils in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Wohin werden Sie eingeladen? Also Reisen heißt grade, ja, dass Sie eingeladen werden. Ich war jetzt gerade am Wochenende, habe ich in Liverpool gespielt, am Freitag habe ich in Dublin gespielt, bei U2 im Club, The Kitchen. Samstag habe ich in Leeds gespielt, habe jetzt gerade meine Fusion-Tournee, die ich mache, die geht durch ganz Europa. Sind Sie auch im fernen Ausland, Asien? Bin jetzt Ende des Monats fliege ich nach Japan, mache meine Japan-Tournee, auch Singapur und Taiwan. Dann geht es nach Australien, Südamerika, Kolumbien. Wer kommt dort? Machen Sie das wieder Karl Moik? Bei dem reist das Publikum immer mit. Wenn Karl Moik in Südafrika, das hat er mir hier erzählt, saß auf diesem Stuhl. Wenn der in Musikantenstaden macht, dann reisen die mit. Es gibt Partyfolgen mehr. Es gibt immer mal ein paar, die treffe ich und die planen sich dann auch hier in Urlaub schon so. Aber sonst sind das japanische und indische Raver und... In Mexiko in der Wüste war oder in Nepal in den Bergen oder in, also es gibt immer Leute, die treffen sich da. Wie groß sind da die Gigs? Also in Mexiko habe ich in der Wüste gespielt vor 3000 Leuten. Das ist meistens so, dass sich da die Schallplattenläden oder die Clubs zusammenschließen und organisieren eine Tournee, eine DJ-Tournee. Die melden sich dann bei mir und sagen, hier, wir haben hier 3, 4 Clubs, die werden an die interessiert, kommst du rüber. Warum? Und die tanzen dann im Inneren des Stadions oder so? Das ist nee, das war in der Wüste gewesen. Und in der Wüste? Aber da ist doch eine Tanzfläche auf. Nee, das war im Sand, das war recht staubig. Rauchende Gold. Im Sand? Ja, da wurde ordentlich Staub aufgewischt. Ist denn die Musik auch dann immer die gleiche? Also gehst du dann mit dem, was du vorbereitest, nach Mexiko? Ich habe meine Kisten, ja, meine 2 Plattenkisten, meine Tasche, das habe ich ungefähr 300 Schallplatten dabei. Und auch die Plattenspieler nehmen Sie auch mit? Nee. Und nach Indien habe ich es immer mitgenommen, weil in Indien spielen sie nur mit Tape-Decks und das ist nicht so ganz mein Ding. Aber in Japan, sollen die schon Drücken und Spulen. Sollen die schon Plattenspieler haben, habe ich gehört. In Japan, ja. Ja, ja. Also du warst schon wieder weg. Ausgerechnet Japan. Ja, mein Gott. Ja. Aber trotzdem ist es ja toll, dass man jemanden so als Star einlädt, nicht? Dass der über die Welt reist. Ist das auch gut bezahlt? Ich kann mich nicht beklagen. Dann ist es ja toll, dass man jemanden so als Star einlädt, nicht? Dass der über die Welt reist. Ist das auch gut bezahlt? Ich kann mich nicht beklagen, ja. Ja? Also ich meine, sind das so richtig gute Honorare für so einen Abend? Ja. Wie hoch gehen die? Also ich habe da keine Pauschale. Das ist bei mir so, ich mache das immer abhängig von Club, wie groß der Club ist, wie viele Leute reingehen, was Eintritt genommen wird und je nachdem. Aber das geht dann schon hoch bis zu 10.000 Mal und ja, noch mehr. Ja, das kann auch mal mehr sein. Kann auch schon mal mehr sein. Ja. Na gut, ne, das sind schon... Ja, ja, gut, er ist natürlich seit Jahren in allen Umfragen immer die Nummer 1. Ich meine, Sie sind ja richtig ein Techno-Star und auch schon einige Jahre, oder? Schon einige Jahre, ja. Ich bin jetzt 16 Jahre dabei. Ja. Wie lang kann man denn das machen?
Hat jemand Ihnen die Frage schon mal gestellt? Ja, Musik. Frau Koch-Andring. Er ist der Drogenfrei. Ich übe meinen Beruf ganz seriös und ganz still in einem Stuhl aus. Aber er muss mit Sauerstoffmasken arbeiten und unten tobt das Volk. Ja, die Luft ist und, im Studio und ich mache eine Stunde und er macht 15 Stunden. Also ich meine, das ist naja, schon klar. Das sind ja keine 15 Stunden, weil wir müssten mal Mick Jagger fragen. Ja. Ja. Das wollte ich eigentlich wissen. Kann man, nein. Nein, wird die Techno-Szene, wird die so älter werden wie die Rock- und Roll-Szene? Das wird sich zeigen, es ist ja noch eine sehr junge Szene. Ja, eben. Ne? Aber wäre das möglich? Ich meine, nur die Vorstellung, so 60-jährige Raver. Mit den Rolling Stones hat es doch auch geklappt. Ja. Der war gut. Ja. Die Frau ruft dann, halt das Gewissen fest. Also irgendwo verbindet man natürlich Techno unheimlich mit den Kids, ne? Mit den ja, aber er ist jetzt ja auch schon in Anführungsstrichen 33 und diese Bewegung läuft ja auch schon. Ja, wie ist das Publikum jetzt? Ist das gemischt oder gibt es eben die Events, wo die Eltern sind und die anderen, wo die Kids sind und so? Ja, sag ich mal, die Älteren kommen eher zu den Events, die draußen stattfinden, ja, die Festivalcharakter haben. Oder jetzt auch auf der Love Parade, da kommen sie mal zum Gucken oder so. Aber in die Clubs ist es dann schon generell vielleicht teilweise intensiv, zu laut und Sauerstoff. Also da sind es dann schon die ja, sagen wir mal ab 18 aufwärts. Ja, ich meine, es ist ja bei uns jetzt schon so, dass einige ziemlich sehen hart, jünger aus, ne? Schon ziemlich hart kontrolliert wird. Wird auf jeden Fall schon ziemlich hart. Aber Sie haben also keine Probleme, das auch später zu machen, oder Sie können sich das durchaus vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Es gibt den John Peel zum Beispiel, der in England bei BBC One arbeitet. Der ist jetzt, glaube ich, auch 60. Der spielt auch noch auf den ganzen Festivals. Macht mir da Hoffnung. Müssen Sie eigentlich dem Geschmack der Raver, also Ihrer Kunden, Klienten, na, wie sagt man da, Ihrer Fans? Kunden, danke, Klienten, danke. Das haben Klienten war schön, ne? Ja. Nein, die Fans. Müssen Sie dem Geschmack Ihrer Fans folgen oder folgen die Fans Ihrem Geschmack? Ja, eher so. Ihren Geschmack. Also ich suche die Musik ja aus, die ich spiele. Ich höre mir jede Woche 200 bis 300 Platten durch. Dann entscheide ich da, welche Platten ich in meinem Programm einbaue. Und dann kommen die einmal im Monat in den Charts, werden die veröffentlicht in verschiedenen Magazinen. Ja, danach orientieren sich auch schon viele. Ich will nochmal zurück zu der Drogengeschichte. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir das hier verharmlost haben. Also wir hatten ja in dieser Sendung mal ein junges Mädchen, die auch in dieser Szene Ecstasy genommen hat und davon berichtet hat, dass es gar nicht so gut für sie war. Ich glaube, dass das schon ein ernstes Thema ist. Ja, je nach Thema. Also es gibt natürlich auch viele Leute, die fuschen da halt. Ja. Sie trinken dann Alkohol, dann wird dann noch was geraucht, dann wird dann noch Rohypnol draufgeschmissen und noch eine Valium und dann noch eine Ecstasy und dann wird vielleicht noch was geschnuppt. Das ist natürlich, also das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Man sollte sich auf jeden Fall gut informieren. Ja. Wird zu wenig informiert? Ja. Auch in der Szene? Ja, es wird, sag ich mal, es wird ja nicht einfach gemacht. Ja. Es gibt jetzt in Holland zum Beispiel so ein Modell, wo es auf Großveranstaltungen, wo die Kids da ihre Ecstasy testen lassen können. Das ist in Deutschland verboten. Das heißt, in Niedersachsen gibt es jetzt einen Modellversuch, da läuft das, weil ich hatte eine junge Frau zu Gast auch in meiner Sendung. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, dass das in Deutschland eigentlich nicht durchgezogen wird. Denn sie sagen, Ecstasy verbieten bringt nichts. Die Leute nehmen es sowieso. Also sollen sie doch bitte dann reines Zeug nehmen. Und das sind so kleine mobile Autos und da wird das kurz getestet und sagen, okay, das Zeug ist in Ordnung, kannst du nehmen, aber bitte nimm nur eins und nimm noch die Broschüre mit. Und also da wird schon Aufklärung betrieben, ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Kommt man davon wieder los, leicht wieder los von Ecstasy? Also ich hatte damit keine Probleme, muss ich sagen. Also nicht jetzt wie bei Kokain. Ja. Also ich hatte eine gewisse Schlafstörung, muss ich sagen, nach längerem Ecstasy-Genuss, Gebrauch. Und aber ich hatte da keine... Sie sehen so gesund aus. Es ist eigentlich gefährlich, ihn zu zeigen, ne? Wenn man hört, dass man alles gemacht hat. Da sagen die Kids, ach, guck dir den mal an, wie gesund er aussieht. Naja, gut, ich meine, ich arbeite auch ein bisschen an mir. Ich mache einmal im Jahr Ayurveda, ich gehe jede Woche meine Massagen. Ich
Und lassen Sie sich Sport. Und Sie lassen sich checken beim Arzt und so. Lass mich checken, vor allem meine Ohren ist ja ganz wichtig. Ja, sind die angegriffen? Ja, das wollen wir beide wissen. Also mein linkes Ohr hat immer einen höheren Frequenzbereich, das ist schon etwas. Sagen Sie, und wenn ich in so einen Laden gehe, ab und zu, dann spüre ich das am Bauch. Ja, das muss man spüren. Ja. Ah, dann ist ein guter Laden. Dann ist es gut. Ja. Dann war ich im guten Laden. Haben Sie auch, spüren Sie das? Also ich meine, hat der Arzt ja schon mal gesagt, das Zwerchfell ist angegriffen? Nö, das ist eigentlich noch alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Ja, wunderbar. Na, da Sie das ja noch ein paar Jahre machen wollen, wünsche ich Ihnen alles Gute. Und ich hoffe, dass die Tatsache, dass Sie sagen, es geht auch ohne Drogen. Und Sie, auf jeden Fall. Und die Musik ist genauso toll, wie sie vorher war und ist eigentlich so, wie sie vorher auch schon war, dass das vielleicht einigen doch so ein bisschen motiviert zu sagen, na, wir probieren es mal ohne. Ne? Ja. Ich glaube, aus vielen Gründen würde das einiges bringen. Ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke auch.